ab, kämpft ehrenhaft und zeigt Loyalität dem Vaterland gegenüber. Willkommen an der Ostfront! Stellen Sie sicher, dass die neuen Rekruten kampftüchtig und gut vorbereitet werden. Machen Sie Meldung, wenn Sie Fortschritte gemacht haben. Jawohl, Herr Hauptmann. Ich bin euer Kommandant, Leutnant Martin Wolf. Ihr seid alle Rekruten und ich bin mir sicher, ihr wisst absolut gar nichts über die Ostfront und die schweren Abwehrkämpfe, in die wir verwickelt sind. Dies ist kein Zeltlager, Männer. Hier kämpften und kämpfen unsere besten Soldaten gegen einen äußerst hartnäckigen Gegner. Das Schicksal unserer Heimat wird hier und jetzt entschieden. Soldaten! Zielgesicht. Wir sollten eine kampferprobte Einsatzgruppe schicken. Ich verbitte mir Ihre Widerworte. Unsere Soldaten sind schon einsatzbereit, Wolf. Unsere Truppe führt jeden Befehl aus. Und ich befehle Ihnen, dass Sie unsere Männer in den Kampf führen. Ende. Männer, es sieht ganz danach aus, als ob das euer erster Kampfeinsatz wird. Das ist keine Übung. Bewaffnet euch und dann aufsetzen in den Truppentransporter. Stellungswechsel zu unserer Links.
Soldaten, bleibt in der Nähe der gepanzerten Fahrzeuge. Rennt nicht nach vorne und haltet die Formation bei. Nutzt die Halbkette zur Deckung. Gruppe, gehen Sie zu. Aus. Nordöstlich. Neun. Angreifen! Mann! An! Feind! Mann! Vorne! 100 Meter! Fünf. Zielen Sie auf! Mann! Sechs. Drei. Zielen Sie auf! Mann! Ich habe ihn. Ach, angreifen! Bewegung! Verdammt, wir haben einen Verwundeten. Neumann, kümmern Sie sich um ihn. Sie haben die entsprechende Ausbildung erhalten. Beeilen Sie sich! Sollte er sterben, werden Sie den Brief an seine Mutter schreiben. Warte. Exzellent, Neumann. Sie sind ein guter Mann. Auf Sie kann ich mich...